Hallo, ich bin Gabriele Kercher und ich zeige dir meine Art zu reisen. Ich mache mir jedes Land zur Heimat auf Zeit, ohne zu werten oder zu urteilen. Diese Videoreihe ist meine Liebeserklärung an die Pferdewelt. Komm mit mir auf meine große Pferdeweltreise. Meine Reise nach Chile ist ein Beispiel dafür, was aus ungeplantem Reisen werden kann. Die trockene, braune Seite der Anden ist Argentinien. Die grüne Seite ist Chile, sagen die Chilenen stolz. Tatsächlich lässt der gewaltige Gebirgszug die Feuchtigkeit vom Meer auf seiner Westseite in Chile abregnen. Ich erlebe den Wechsel im bequemen Reisebus, denn ich reise von Argentinien her über die Passstraße 231 nach Chile. Pedro, ein englisch sprechender Fahrgast, erzählt von seiner Heimat Chiloé, den dort lebenden Wildpferden und dem indigenen Volk der Village. Von dieser Insel im südlichen Chile habe ich noch nie zuvor gehört. Doch sie scheint das perfekte Reiseziel, denn Pferde und indigene Völker, danach suche ich. Bis dahin sind mir nur die indigenen Mapuche ein Begriff, die in Chile und Argentinien leben. Das Zentrum der Mapuche ist die Stadt Temuco in Araukanien. Temuco ist mein erstes Ziel, dorthin bringt mich unser Bus. Zum ersten Mal während meiner Reisen fühle ich mich sehr allein. Denn kaum jemand spricht Englisch, weder im Hotel noch im Touristikbüro, auch nicht im Mapuche-Museum, komme ich weiter. Und das Internet ist sehr wackelig. Ich will fast schon aufgeben. Nach einigen Tagen gehe ich morgens zum Frühstücksraum und sage dort zu einer jungen Frau Morning. Die Dame antwortet mit Morning und entpuppt sich als Englischlehrerin aus Chiloé. Meine Stimmung bessert sich schlagartig. Ich erzähle von meinen Reisen. Pamela, so heißt die junge Frau, bestätigt, was mir Pedro im Bus sagte und hat Zeit und Lust, mir ihre Insel zu zeigen. Noch dazu ist sie halb Village. Der Tag ist gerettet. Chiloé, willkommen. Vor ein paar Tagen wusste ich noch nichts von der Insel und jetzt reise ich mit Pamela mit Bus und Fähre dorthin. Die Hauptstadt Castro ist bekannt für ihre Palafitos, die bunten Stelzenhäuser. Fast alle Häuser sind in Chiloé aus Holz, denn Beton ist zu teuer. Alles wirkt gemächlich und etwas gestrig, doch gerade das macht den Zauber der Insel aus. Besonders zauberhaft sind die hölzernen Kirchen, die sogar innen komplett aus Holz sind. Das Knirschen der Holzdielen bewirkt eine behagliche Atmosphäre. Die wunderschöne Kathedrale San Francisco von Castro ist UNESCO-Weltkulturerbe. Die Menschen sind freundlich und fröhlich. Pamela sagt, Chiloé ist der einzig sichere Ort in Südamerika. Alle Chilotes verstehen sich als eine große Familie. Und weil das so ist, kennt Pamela scheinbar jeden Chiloten und hat daher kein Problem, mich zu Pferdemenschen und Pferden ihrer Insel zu führen. Der chilenische Cowboy heißt Huazo und Huazo Luis, der Freund eines Freundes von Pamela, zeigt uns, wie sich ein solcher kleidet mit Poncho, Sombrero und überkniehohen Chaps und wie der Huazo reitet. Wie bestellt erscheint eine Kuh am Strand. Luis nutzt die Gelegenheit und treibt das verwirrte Tier auf Huazo-Art zurück zur Herde. Die Arbeitspferde der Huazos sind chilenische Criollos, auch Chilenos oder Corraleros genannt. Diese sind etwas kleiner als argentinische Criollos und erinnern mich eher an peruanische Pasos. Die ursprünglichsten Pferde von Chiloé sind die Chilote-Ponys. Sie dienen den Menschen als Arbeits- und Transportpferde. Doch einige leben völlig wild und ungestört auf der Insel. Um diese wilden Pferde von Chiloé zu sehen, machen wir uns auf den Weg an die Westküste zum Nationalpark Chiloé. Der dortige Strand ist menschenleer und das hat seinen Grund. Chiloé ist eine raue, regenreiche Insel. Die Pazifikküste ist stürmisch, kalt und unwirtlich. In die schäumende Brandung wagen sich nur Hartgesottene wie Pamela. Und auch Wildpferde sind nicht zimperlich. Sie haben den Strand fast für sich. Ich stemme mich gegen den salzigen Wind, um mich ihnen zu nähern. Sie beäugen mich interessiert, lassen sich aber nicht stören. Sie verköstigen sich am Strandhafer, an Gräsern
und an dem Mammutblatt Gunera, einer Pflanze, die wie riesiger Rhabarber aussieht. Gelegentlich bekommen sie Besuch von Kühen. Diese scheinen genauso wild wie die Pferde, haben aber wohl doch Besitzer, die die Tiere frei laufen lassen. Die wilden Chilotes sind unscheinbar, fast mickrig. Sie sind verwilderte Nachfahren spanischer Pferde, die erst durch die spanischen Eroberer nach Chile kamen. Durch die Isolation auf der Insel sind sie die vielleicht reinblütigsten Nachkommen spanischer Pferde. Größe und Schönheit ihrer edlen Vorfahren haben sie durch karges Nahrungsangebot, raues Klima und natürliche Auslese eingebüßt. Dafür glänzen sie durch Härte und Genügsamkeit und den Spirit frei lebender Pferde, der mich immer wieder fasziniert. Auf Anhieb verstanden sich die Viliche mit den bis dahin unbekannten Tieren. Sie lernten Pferde zu zähmen und zu reiten und wurden ein wehrhaftes Reitervolk. Wir besuchen den Rechtsanwalt und Poeten Gerak Milalonko, der uns von Viliche-Traditionen erzählt und der sich heute für die Rechte seines Volkes einsetzt. Seine Gemeinde in Lelbun an der Ostküste Chiloes erinnert mich ein wenig an die Indianerreservate in Nordamerika. Die Armut spricht aus halb verfallenen Häusern. Doch die Viliche halten an ihrer Sprache und den Traditionen fest. Geraks Vater Oskar erinnert mit seinem feurigen Ross an die stolze Geschichte seines Volkes. Noch heute nutzen die Viliche Pferde zu Transportzwecken. Überall auf der Welt werde ich mit Armut und dem Unrecht konfrontiert, das indigenen Völkern von übermächtigen Eroberern angetan wurde. Es ist bedrückend und umso mehr berührt mich ihre Freundlichkeit. Ich denke, sie schätzen, dass ich ihnen mit ehrlichem Respekt und Interesse begegne. Pamelas Hilfsbereitschaft begeistert mich immer wieder. Auf dem Folklorefest in Chonchi macht sie mich mit Küche, Kultur und Traditionen der Chilotes vertraut. Zum Beispiel den Strickkünsten. Ihre Cousinen tragen typische Wollkleidung. Ponchos, Mützen, Stulpen. Wegen des kühlen Klimas sind Kleider aus Schaf- und Lama-Wolle angesagt. Deftige, traditionelle Speisen werden zubereitet. Es brutzelt und duftet überall. Aus riesigen Teigrollen entstehen Chiloé-typische Fleischröllchen, genannt Chochoca. Fröhliche, schottisch anmutende Musik versetzt alle Besucher in Tanzlaune. Chiloé scheint wie eine verwunschene Insel, auf der die Uhren langsamer gehen. Beseelt von den warmherzigen Menschen und von Pamela, die zur guten Freundin geworden ist, fällt der Abschied schwer. Die Zeit in Chiloé war wie eine Reise in die Vergangenheit. Nennenswerte Touristenströme werden wegen des ungemütlichen Klimas wohl kaum hierher kommen. Auch mir wäre die Insel unbekannt geblieben, hätte sie mich nicht gerufen. Durch die Stimmen von Pedro und Pamela.